Willkommen, Freunde, im dunklen Part dieses Kanals. Dead Space 2 geht in die nächste Runde. Beim letzten Mal haben wir das Thermit gefunden. Jetzt benötigen wir noch irgendwie den Zünder oder sowas. Oh Gott. Oh, das klingt groß. Oh, na super. Um dann die Thermit... The fuck! Bombe zünden zu können. Was ist denn mit dir kaputt, Junge? Alter, brennst du? Warum hast du denn das gemacht? Gut zu wissen, dass hier Stase rumliegt. So eine Stase-Station. Ich gehe wieder. Ist ja gut. The fuck. Evacuate this area immediately. Textlog. Medizinisches Logbuch. Dr. Warwick B. Chief Physic Officer. Bericht über psychiatrische Beobachtung. Patient Harris B. Arbeiter, bla bla bla. Hell schläft jetzt allerdings erst nach Verabreichung eines weiteren starken Sedativums. Ohne die medizinischen Hilfsmittel scheint er tatsächlich nicht schlafen zu können. Ganz egal, wie ausgeprägt der Wunsch ist, wach zu bleiben, erliegen die meisten Menschen nach mehr als 50 Stunden ohne Schlaf der Erschöpfung. Nicht so Harris. Seine Schilderung der Ereignisse in der Kolonie ist ebenfalls merkwürdig und deutet... Oh shit, Moment. Und deutet auf die gleiche Paranoia hin, die wir bereits andernorts auf dem Planeten feststellen mussten. Seine Schuld stets außer Frage. Zwei Sicherheitsoffiziere waren anwesend, als er Dr. Ciarello als Geisel nahm und Schwester Evans ermordete. Er bereut seine Taten allerdings auch nicht. Er besteht vielmehr darauf, dass kein Verbrechen vorliegt und er verspürt keinerlei Schuld. Sein Verhalten ist zwar... das eines klassischen Soziopathen, doch weist Harris darüber hinaus keine weiteren typischen Symptome auf. Er ist umgänglich und freundlich, zeigt Einfühlsvermögen und äußert seine Meinung. Befragt man ihn jedoch nach dem Mord, zieht er sich zurück, wird nachdenklich und zeigt schizophrene Verhaltensweisen. Er leidet zudem in periodischen Abständen an Halluzinationen, die wiederum jenen anderer Kolonisten ähneln. Harris behauptet, er habe den Doktor bedroht, weil er wollte, dass die Träume und Fratzen weggehen und dass er wieder töten würde, um es wieder ganz zu machen. Make it whole again. Ich habe allerdings noch nicht herausgefunden, was das bedeuten könnte. Ein absolut faszinierender Fall. Aha, das ist der komische Wissenschaftler, der vorhin schon gemeint hat, hier, ja, wir müssen die Viecher studieren und bla bla bla. Die Nekromorphen, anstatt sie einfach abzufackeln. Alter, liegt da einer drin? Moment. Ja, Chinese, weiß ich doch. Da ist einer drin, oder? Na, auf jeden Fall geht's ihm nicht mehr gut. Ach, genau, das gibt's ja auch bei Dead Space. Räume, in denen du nur mit Knotenpunkte reinkommst. Der ist verschlossen. Ich müsste jetzt einen Knotenpunkt hier opfern, der wohlgemerkt 10.000 wert ist, um hier reinzukommen. Ich weiß allerdings, weil ich den Fehler schon oft gemacht habe, dass im ersten Raum nur Scheiße ist. Wobei, das sieht noch nach einem Lock aus. Also was heißt Scheiße? Hier ist so ein Ding, das ist, glaube ich, 3.000 wert, so eine Platine, die du nur verkaufen kannst. Dann ist da irgendwie noch ein großes Medipack oder so. Ja, machen wir jetzt nicht. Hi. Oh shit. Noch einer.
Kisten noch mal kurz zurück zur Straßenstation. Die ist ja hier gleich. Das ist ja das Nette. Hä, die Jungs ballern ganz schön rein. Holy shit. Das Ding soll eine Batterie sein, die im Batterieschacht auch wieder zum Einsatz kommt. Alter, komm nicht auf Ideen. Spast. Du bist nicht zum Zombie, du komisches Viechdingsi. Oh, ein Schema gefunden. Nice. Impulskanone. Gefällt mir. Oh, ein Knoten. Guck mal. Oh, fuck. Oh, vor lauter Panik ein Medikit gefressen. Oh, der mich erschreckt. Holy Diver. Okay. Bin ich am Überlegen, ob wir nicht vielleicht doch den Inner... Hallo? Da liegt einfach Munition rum. Das habe ich gemeint. Du müsstest eigentlich dir viel mehr Zeit nehmen und alles genau absuchen. Weil so wie eben, wo da jetzt Munition rumlag, hätte ja auch mal zum Beispiel Energieknoten rumliegen können oder so. Oh, oh. Oh, deine Mutter, Alter. Ja, ich hab's gesehen. Wartest du noch ganz kurz? Hallo? Na, vielen Dank, dass du langsam machst. Finde ich echt nett von dir. Oh, shit, Alter. Vor allem der Sound ist bei mir so hammerlaut, aber trotzdem kommt er bei euch auf der Aufnahme nur so leise rüber. Also jedes Mal, wenn so ein Vieh schreit oder aus irgendeiner Ecke böllert, fetzt es mir das Gehör raus. Oh, Stasi-Station. Ja, jetzt werden wir aber wieder versorgt, hey. Echt jetzt? Ich will ja jetzt keinen Schuss verschwenden. Chemische Forschung, geht's nicht. Zero. Zero. Oh, Zero Gravity, okay. Geil, das finde ich geil. Dass du hier mit Luft. Oh, was war denn das? Ich glaube, das war ein Tank, oder? Das ist ein Schema. Ja, da haben wir den Sauerstofftank. Den könnten wir also quasi nochmal fressen hier, wenn es knapp wird. Aber das erste Stück im Weltall ist quasi ein Witz. Das gefällt mir richtig gut. Das haben sie so schön gemacht. Du hörst quasi nur die Schritte und uah. Und alles ist leise und bla. Hier musst du echt mal im Space gucken, ob da nicht noch irgendwo was liegt, das wir gebrauchen könnten. Ja, ist ja gut, Isaac, wir lösen dich mal. Auf der Ishimura kann man die Schwerkraft lokal steuern. Ihre Schwerkraftstiefel werden einspringen, wenn sie einen schwerelosen Bereich betreten. Ja, Schwerkraftstiefel. Äußerst nützlich. Und zwar für diesen Raum hier. Machen wir doch gleich mal. Na komm her. Whee. Ah, was
haben wir denn hier alles? Ein Haufen Batterien. Oh, die Dinger werden wichtig sein. Ach, guck mal da. Die Kiste hier mal ranholen. Munition? Sehr schön. Sonst noch irgendwas Interessantes? Sieht nicht so aus. Ah, wie ging das jetzt nochmal mit dem Hupsen? Ah, auf Vierecke, okay. Und hui! Und schon wirst du ganz Banane. Was die Orientierung angeht. Achso, da braucht es zwei Batterien. Ich verstehe. Na komm. So ist fein. Ich hole mir diese Teile nämlich auch gleich mal ran für später. Werde dann merken, warum. Und wofür? Spoiler, Spoiler. Ende der Schwerelosigkeit. Und wir haben ein Schockpad. Gut, Sie haben ein Schockpad. Benutzen Sie das jetzt zusammen mit dem Thermit, um die Barrikade hochzujagen. Scheiße, ich kann auch mehr kaum hören. Durch die Luftschächte. Seien Sie vorsichtig, Isaac. Ja, bin ich. So, jetzt können wir unsere Bombe basteln. Eintritt Schwerelosigkeit. Oh shit. Schwerelosigkeit. Eintritt Schwerelosigkeit. Wo seid ihr? Da. Ende der Schwerelosigkeit. Eintritt Schwerelosigkeit. Na komm schon. Oh fuck. Ende der Schwerelosigkeit. Eintritt Schwerelosigkeit. Bisschen Abstand gewinnen wäre natürlich nice zu den Viechern. Ende der Schwerelosigkeit. Der lebt noch? Mach keinen Scheiß, Alter. Ich dreh dir auf den Finger. Bös, bös, bös. Oh, holy Diver. Puh. Naja. Lief jetzt nicht so optimal, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber was soll's. Jetzt würde ich doch ganz gern nochmal kurz bisschen die Gegend erforschen. So, da auf der Unterseite ist nichts von der Plattform. Was ist das für ein Fenster? Lol, oh shit! Tu mir nichts. Ich trau dem Frieden. Ich spring da nicht rein. Nee, 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 nee. Ich trau dem Frieden nicht. Gibt's hier irgendwas? Nee, ne? Der Unterseite von der Tür gibt's auch nichts. Ah, man weiß ja nie. Knotenpunkt oder irgend sowas Leckeres. Nee, ne? Okay. Gehen wir halt wieder. Ende der Schwerelosigkeit. Eintritt war. So, hier wollte ich mich jetzt aber noch mal ein bisschen umschauen. Oh, oh shit! Kommt der hier einfach ums Eck? Mitten im Dead Space. Frechdachs. Kratz ab. Kommt hier noch einer?
gab es nichts mehr, ne? Hier draußen vielleicht noch irgendwo irgendwas zum Aufsammeln. Irgendeine Kleinigkeit, kommt schon, ich gebe mir doch Mühe. Nichts. Oh, schön, guckt mal, das Wasser blubbert. Ja, ja, Isaac, du hast nur Luft für 30 Sekunden, stell dich nicht so an. Oh, hi. Ende des Vakuums. Ohne Ton sind die gar nicht so schreckenerregend, die Gegner, finde ich jetzt irgendwie. So, kommst du mit? Vielen Dank, liebe Brücke. Oh. Raus hier. Ja, wobei, komm, ich habe hier den einen Energieknoten vorhin gefunden. Wir opfern ihn jetzt halt mal, damit ihr das auch mal seht. Ein Energieknoten. Ja, Tür ist auf. Und wir finden 2 Schränke. Munition. Ein großes Medipack. Das ist gut. Sie haben da unten was gefunden, richtig? Ja, wir haben was gefunden. Dann stimmt es also, was in den Texten steht, die ganze Zeit. Da wäre ich mir nicht so sicher. Und dem, was ich gesehen habe, war nichts göttlich. Wir müssen es in uns aufnehmen. Wir sind die ersten Zeugen. Mathias lässt keinen in die Kolonie runter. Sie steht unter Quarantäne, bis wir mehr wissen. Zur Hölle mit Mathias. Gerade er sollte wissen, dass das hier größer ist als er oder die Operation oder die ganze Firma. Das ist unsere Erlösung. Reißen Sie sich zusammen. Unten sterben Menschen. Nur die Wertlosen und die Ungläubigen. Aber ich bin gläubig. Sind Sie gläubig, Terence? Na? Ach du Scheiße. Irgendein Glaubensterrorist. Oh Gott, ja. Die haben auf jeden Fall die Nekromorphen entdeckt, gehe ich mal davon aus. Holy shit. Was ist das denn hier für Viecher? Was? 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 Ich hatte volle Energie. Aber was? Okay. Jetzt bin ich geschockt. Das war so nicht vereinbart. Oh, komm, scheiß drauf, weg hier. Wie viel Schaden machen die denn einem? Das verstehe ich jetzt nicht. Kackviecher, Alter. Ist er eiskalt hier verreckt worden? Ich glaub's ja echt nicht. Hammerhart. Okay, wir bauen uns jetzt erstmal... Ah, nee, warte mal. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich gehe jetzt noch in den Shop. Ah ja, stimmt, genau. Wir... In Safe schmeißen wir das große Medipack. Den Halbleiter Gold verkaufen wir für 3000. Ich hab's ja... Das, ja, das ist halt... Das bringt halt echt nicht viel. Luft braucht man nicht. Stase-Ding in Safe. Plasma-Cutter. Oh, nice. Haben wir aber viel. Geben wir ein bisschen was in Safe. Strahlenmuni brauchen wir auch nicht.
Was ich jetzt aus dem Safe noch gern mitnehmen möchte. Oh. Ein kleines Medipack. Safe. Du meinst wohl ins Inventar, nicht in Safe. Projektile können wir uns kaufen. Zugstufe 2 haben wir. Energieknoten 10.000, das habe ich gemeint. Der ist es halt nicht wert. Ja, leider. Gut. Dann würde ich vorschlagen, machen wir hier einen kleinen Cut. Speichern eine Runde. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es weitergeht mit Dead Space oder Sluxy. Ciao.